Also ich habe ja gerade gesagt, dass Sie gesagt haben, Sie haben die Sache nicht mitbekommen. Und du sagst Blödsinn. Ja, es ist lächerlich zu behaupten, man hätte das nicht mitbekommen, weil erstens, jeder hat es mitbekommen. Warum ausgerechnet die haben es nicht mitbekommen? Ein neues Video, ein neues Interview, ihr habt es euch gewünscht. Ich habe Gina heute da, sie hat Couple Challenge gewonnen und ich glaube, unabhängig von deinem Gewinn gibt es viele Dinge, die wir zu besprechen haben. Es war für dich eine sehr turbulente Staffel. Ich habe mir viele Sachen überlegt, viele Fragen und ja, was die Fragen sind, das erfahrt ihr jetzt. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich glaube, ich überlege gerade, das ist mein erstes persönliches Couple-Challenge-Interview. Ja, na, das erste Mal Valentina? Persönlich. Ja, gut, stimmt. Aber Valentina hatte ich schon angefragt. Da war noch gar nichts mit Couple-Challenge. Das war dann so, okay, stimmt, aber das lassen wir jetzt mal gelten. Wenn ihr Gina folgen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Alles ist in der Infobox verlinkt. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ganz viele Daumen nach oben natürlich an dieser Stelle. Und ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast. Also erstmal Glückwunsch. Yes. Vielen, vielen Dank. Hättest du das gedacht, wenn man jetzt diese emotionale Reise so von Anfang, wenn du jetzt so an den Anfang zurückdenkst? Hättest du das gedacht, dass du am Ende als Gewinnerin rausgehst? Nee, definitiv nicht. Hätte ich das auch vorher gewusst, dann wäre ich auch, glaube ich, mit einer ganz anderen Einstellung da noch drin gewesen. Weil ich vor allem auch, bevor wir unsere Exit-Challenge hatten, abbrechen wollte. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du wolltest ja eigentlich gehen. Ja, ja. Also ich hatte ein, zwei Mal wirklich den Moment, wo ich wirklich, ja, so war, ich packe jetzt meine Sachen und gehe. Ich habe keinen Bock mehr hier. Ich habe mir keinen Bock mehr, die ganze Zeit irgendeine Scheiße anzuhören, mich hier fertig zu machen. Das Einzige war halt wirklich, dass ich mir dachte, das ist genau das, was diese zwei bestimmten Mädels von mir wollen. Ja, wir müssen heute leider versuchen, ich habe nämlich letztens Ärger von YouTube bekommen, dass wir nicht so viele Schimpfwörter verwenden. Das Video mit Christine wurde nämlich eingestuft, weil zu viele Wörter gefallen sind. Umschreibe es bitte. Du darfst deinen Emotionen freien Lauf lassen, aber versuch bestimmte Wörter zu... Ich glaube, genau, wir wissen, aber ich überlege, wir gehen gleich nochmal auf diese Ausstiegssituation. Mhm. Ich möchte ganz am Anfang nochmal ganz kurz, weil jetzt viele Leute sicherlich sich die Frage stellen, du hast ja als Couple gewonnen, warum ist denn Cedric nicht hier? Ich sag das einfach mal, viele Leute haben es vielleicht schon mitbekommen, viele nicht. Ihr seid kurze Zeit nach der Sendung getrennte Wege gegangen. Mhm. Und deswegen bist du heute alleine hier. War auch von Anfang an so geplant jetzt, weil die ganzen Sachen gingen ja vermehrt gegen dich als jetzt gegen ihn. Ja, safe. Du willst noch was dazu sagen, habe ich gerade das Gefühl. Ja, also ich will generell eigentlich nicht mehr so viel dazu sagen. Okay. Wir haben beide schon unsere Statements geäußert. Cedric hat sich ein paar Wochen nach Dreh von mir getrennt und es war alles nicht so schön in meinen Augen, wie das alles verlaufen ist. Dementsprechend habe ich auch derzeit keinen Kontakt mehr zu ihm. Er möchte gerne noch mit mir befreundet sein. Ich persönlich schließe es nicht aus für immer, aber derzeit und auch für die nächste Zeit kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie da großartig nochmal Kontakt aufzubauen. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Du musst generell keine Frage beantworten. Es gab ja in der Sendung immer dieses Thema, da wollen wir auch nachher nochmal Detail drauf eingehen, wo dir immer diese Fake-Beziehungen vorgeworfen wurde. Hattest du Angst, dass, ich sag mal, diese Thematik bestätigt wird, weil du wusstest ja, dass ihr getrennt seid, bevor die Sendung überhaupt ausgestrahlt wurde. Ja. Ja, natürlich war das eine blöde Situation und natürlich dachte ich mir auch, wow, das ist jetzt wirklich ein gefundenes Fressen für Valentina und Christine, die da uns das die ganze Zeit an den Kopf geworfen haben. Und alleine, dass wir uns getrennt haben, bevor das überhaupt ausgestrahlt wird, natürlich wirft das ein scheiß Licht auf einen, aber es ist halt einfach so gewesen. It is what it is. Braucht man dann auch nicht irgendwie noch vorgaukeln, dass wir noch zusammen wären oder sonst was. Wie kannst du dir erklären, wie diese Gerüchte überhaupt, also es sind ja keine Gerüchte, sondern es sind ja Behauptungen gewesen. Ne? Gerüchte sind immer noch was anderes. Wie sind diese Behauptungen überhaupt entstanden? Weil ich habe das nicht verstanden. Ich meine, ich kann das jetzt natürlich bei jedem behaupten, aber kannst du dir das erklären? Ich kann mir das sehr gut sogar erklären, denn... jetzt wird es interessant hier. Ja, spill the tea. Nee, es war ja so, dass die erste Zielscheibe war easy. Von Christine und Valentina, die hat sie dann aber recht gut ignoriert und dann war die nächste Zielscheibe Tim. Tim und Christine hatten einen riesigen Streit an einem Abend da habe ich mich noch quasi für ihn versucht stark zu machen, oder weil Christine halt schon wieder so eine Scheiße, sorry, ist so gelabert hat. Und dann war Tim ja an dem Punkt, wo er dann ausgezogen ist, weil er halt auch keinen Bock mehr auf diese Leute hatte und generell auch noch privat eben noch was hatte in dem Sinne. Und
War der so krass, mal kurz einhaken, war der so krass, dass er nicht gezeigt wurde deswegen? Weil eigentlich wäre das ja für das Storytelling interessant geworden. Ich kann, um ehrlich zu sein, nicht sagen, warum dieser Streit nicht gezeigt wurde. Aber er war jetzt nicht so schlimm aus deiner Erinnerung, dass man sagt, kann man nicht zeigen. Nee, es war kein Eskalationsstreit in dem Sinne, aber es war schon eigentlich, ja. Ne? Okay. Das übliche Niveau, was sich so durch die Staffel gezogen hat. Exactly. Okay. Ja, und genau, dann ist Tim ausgezogen und es brauchte eine neue Zielscheibe. And here we go. Ich hatte kein Problem, weder mit Valentina noch mit Christine. Klar habe ich Christine an diesem Abend eben schon meine Meinung gegeigt, war aber dann auch wieder gegessen. Und auch mit Valentina hatte ich keinen Streit, auch nicht wegen dieser Situation mit Cedric ganz am Anfang. Diese, sag ich mal... Wo sie sich an ihn, sag ich mal, rangemacht ja, hat. Ja, so. Genau. Und nicht mal da war ich irgendwie sauer auf Valentina, sondern eher auf Cedric, dass er sich eben so verhalten hat. Und dementsprechend hatte ich überhaupt kein Problem mit denen. Und dann hieß es, Tim zieht aus. Es ist final, es steht fest, Tim zieht aus. Und genau ab diesem Zeitpunkt war ich die Zielscheibe. Und das schwöre ich dir. Ich bin in dieses Schminkzelt gegangen, habe meine Ketten irgendwie vorm Spiegel zugemacht und höre nur, wie Christine und Valentina da in diesem Zelt sitzen und offensichtlich über mich reden, beziehungsweise über mich lästern, während ich nebendran stehe. Und ja, ab dem Zeitpunkt haben die halt nur noch Sachen gesucht, um mich irgendwie runterzumachen, um, weiß ich nicht, ihre Sendezeit zu kriegen oder ihren Hass an mir rauszulassen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ab dem Zeitpunkt, wo es hieß, Tim ist weg, war ich dann die Dumme. Und ab dem Zeitpunkt, komischerweise erst ab Folge, wann war das, 3 oder 4, erst ab dem Zeitpunkt hatten wir auf einmal eine Fake-Beziehung in deren Augen. Du hattest dich doch eigentlich noch relativ gut mit Christine am Anfang verstanden, weil als Valentina sich da so ein bisschen an Cedric rangemacht hat, hast du ja noch das Gespräch mit Christine geführt, ne? Erinnere ich mich noch dran. Das heißt, eigentlich war das ja zu dem Zeitpunkt noch relativ harmonisch, oder? Ja, also ich war mit Christine in dem Sinne gut. Natürlich hat sie dann auch am Ende zu mir gesagt, das war alles nur manipulativ, um zu gucken, was ich so von Valentina halte oder wie so der Standpunkt ist. Aber in meinen Augen war Christine in dem Moment für mich da, wo das mit Cedric war. Mhm. Und wir haben lange darüber geredet, was ich jetzt machen soll, ob ich überhaupt was sagen soll, ob ich gar nichts sagen soll, ob man sich das erstmal weiter angucken soll. Und in dem Moment war ich noch gut mit ihr. Ja. Das hat sich dann aber geändert. Ich wollte dann mal fragen, wer war denn für dich schlimmer? Weil ich habe ja auch mit Malisa gesprochen und gehen wir auch nochmal mit Teil ein. Da, ich habe immer sehr oft den Namen Christine gehört. Wer war für dich das größere Problem oder haben die sich beide nichts genommen? Bezogen jetzt auf dich, jeder findet es ja anders. Ja, also vom Psychoterror her war Christine definitiv schlimmer. Valentina ist für mich auch einfach eigentlich nur eine Mitläuferin. Sie hat ja sogar noch in der ersten Folge gesagt, wo Christine schon meinte, fand ich auch sehr interessant, als ich das dann gesehen hatte, wo Christine dann meinte, boah, Gina, mit der werde ich mich anlegen, sagt Valentina sogar noch, was, nein, Gina ist doch eine Nette. Mhm. Und dann auf einmal 3-4 Tage später, obwohl wir kein Problem miteinander haben, schießt sie auf einmal die ganze Zeit gegen mich und macht so einen Kack mit Christine halt mit. Und in meinen Augen hat Valentina einfach nur mitgemacht. Und Christine war da schon eher so die führende Kraft. Was hat dich jetzt explizit zum Beispiel, ich meine, es gab ja noch andere Sachen, die gegen dich gesagt wurden, was mit Intelligenz und Aussehen, auch das Thema Schule, wo ich auch immer sagen muss, ich kenne Leute, die haben Abitur gemacht, die sind aber nicht intelligent. Denen ist es vielleicht leicht gefallen, die Schule zu absolvieren, klar, wo andere, aber... Safe. In meinen Augen hat auch ein Schulabschluss nicht unbedingt was damit zu tun, ob du jetzt schlau oder dumm bist, sondern ob du faul bist oder nicht. Genau. Ich bin halt immer faul. Aber warum hatten dich zum Beispiel dieser Vorwurf der Fake-Beziehung so getriggert? Ja, es hat mich ja in dem Sinne nicht getriggert, aber wenn man das die ganze Zeit an den Kopf geknallt kriegt, die ganze Zeit noch irgendeine andere Scheiße am Kopf kriegt, es nervt einfach irgendwann. Man denkt sich auch so, for what? Also warum? Warum? Ja. Auch wir sitzen bei der Nominierung neben denen und die tuscheln über uns, dass Cedric mir ja sowieso fremd geht und keine Ahnung was. Also warum denn? Und natürlich will man das nicht von sich selber hören, dass man irgendwie fake ist. Und die sind ja so weit gegangen, dass sie das überall rumgestreut haben und überall uns im ganzen Camp quasi als Fake darstellen wollten, als böse oder als Lügner, weiß ich nicht, was sie auch teilweise geschafft haben, dass die Leute das geglaubt haben.
Und natürlich nervt es einfach und man sagt auch was dagegen. Ja. War das dann auch so der ausschlaggebende Grund, als du dann, du hattest ja, ich will jetzt nicht sagen, dass du einen Zusammenbruch hattest, aber du warst dann ja oft sehr emotional, was ich auch nachvollziehen kann. Mhm. War das dann der Grund, warum du gesagt hast, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr? Ja, also diese Situation im Badezimmer, wo ich dann sehr geweint habe und meinte, ich möchte gehen und so, das war halt einfach zu viel. Also es war ja wirklich, also Cedric und ich standen vor diesem Spiegel und ich habe mich abgeschminkt, er hat seine Zähne geputzt und so. Und die haben die ganze Zeit gelauscht, was wir gesagt haben. Auf einmal, die knallen rein wie eine Bombe, schreien uns an. Mit keine Ahnung was für Wörtern. Christine meinte auch, ich spuck dir in deine ekelhafte Fresse. Hoffentlich musst du das jetzt nicht piepen. Ich werde es nicht piepen, aber... aber ja, also so eine Scheiße musste ich mir anhören und in dem Moment, das war mir einfach zu viel, weil ich mir schon die ganze Zeit so eine Scheiße anhören musste. Dann noch das... Und ich kenne halt in meinem normalen Leben, sag ich mal, kenne ich solche Leute nicht. Ich hatte noch nie mit solchen asozialen Menschen zu tun. Ist so, sorry. Und das war für mich einfach ganz schrecklich. Und ich hatte einfach keine Kraft mehr, keine Lust mehr. Meine Batterien waren leer. Und das Schlimme war ja auch, die haben das ja immer alles so verdreht und so anders dargestellt, wie zum Beispiel Christine die ganze Zeit meinte, ich wollte auf sie losgehen in dieser Badezimmeraktion, weil ich halt so meinte, was? Ja, was? Ja, 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 ich und sie hat so, die ganze Zeit rum erzählt, dass ich auf sie losgehen wollte, so sorry, aber ich wäre die letzte Person, die auf irgendwen losgeht und erst recht nicht im Fernsehen. Ja, und das ist ja wirklich auch jetzt, Psychoterror. Das beschäftigt dich immer noch krass, total, ne? Ja. Also es war einfach wirklich richtiger Psychoterror. Dann die ganze Zeit wurden Lügen über uns erzählt. Und man hat einfach auch gemerkt, dass die Gruppe einen einfach, ja, von Zeit zu Zeit mit einem anderen Auge immer weniger wurden wir halt ernst genommen in dem Sinne, beziehungsweise immer mehr wurden wir so verdächtigt. Mhm. Also man konnte uns nicht mehr so richtig trauen. Und irgendwie ist alles so aus dem Ruder gelaufen in meinen Augen, weil ich wusste ja, wie es wirklich ist. Aber es ist halt schwer, wenn die ganze Zeit immer wieder so gegen uns so kleine Lügen oder manipulative Arten so gegen uns ja verstreut werden. Ich habe gehört, dass es eigentlich noch viel krasser war als das, was gezeigt wurde. Ist das so? Ja, also ich sag's auch immer wieder. Vor allem eben Christine und Valentina können froh sein, dass nicht alles gezeigt wurde, echt, was sie da gemacht haben, weil ich glaube, dann hätten die eine noch krassere Hatewelle abgekriegt. Ja, also das war wirklich, ja. Krass. Christine hat mir im Interview erzählt, dass ich glaube, sie hat auch dich gemeint, dass sie auch des Öfteren mal von euch beschimpft wurde. Und zwar mit Wörtern, die man nicht im Fernsehen gesehen hat. Also jetzt auch nichts gepiepst wurde. Mhm. Ist das so? Also ich frage jetzt einfach nur nach. Ich meine, wenn man selber attackiert wird, ist es ja auch normal, dass es eine Gegenreaktion gibt. Ja. Ne? Aber also an sich hat eigentlich niemand die beiden beleidigt, glaube ich, außer dass ich das Wort mit B-I-T-C-H gesagt habe. Ich hoffe, das kann man jetzt so sagen. Du, wenn nicht, dann wird es auch eingestuft, aber wir möchten hier reale Geschichten erzählen. Also das habe ich ja tatsächlich, also so habe ich über sie geredet, nicht direkt zu ihr, aber ich musste mir ja auch die ganze Zeit, also wirklich durchgehend Beleidigungen gegen mich, gegen meinen Charakter, gegen meine Optik, durchgehend anhören. Was war eigentlich an der Optik jetzt der Kritikpunkt? Naja, also natürlich meine Schlauchbootlippen. Aber, ja. Und wie hässlich ich ja wäre, da war auch eine Situation beim Nominieren, da haben die wieder extra laut über uns geredet, um uns zu provozieren. Ja. Und ich meinte nur zu Cedric, Cedric, scheiß drauf, die labern eh nur Scheiße, habe ich gesagt. Mhm. In dem Moment sagt Christine, ja, so scheiße, wie du aussiehst. Und so eine Sachen halt, ne? Und es war halt irgendwann einfach nur noch unter der Gürtellinie und auch einfach Psycho, also wirklich Psycho. Wenn man, du hast jetzt gerade selber ganz bewusst die Lippen angesprochen, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber selbst wenn du jetzt nicht, ich bin immer so total, selbst wenn du solche Lippen haben möchtest, du musst ja damit happy sein, so, das steht mir ja nicht zu, jetzt zu dir zu sagen, dass sie, also klar kann ich eine Meinung dazu haben, aber ich würde sie nicht äußern, du musst ja damit happy sein, so. Ja, 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 und ich liebe meine Lippen. So, aber beschäftigt einen das? Steht man dann irgendwann mal da in dieser komischen Box im Badezimmer vom Spiegel und guckt sich die Lippen an und fragt sich, ob die wirklich so furchtbar aussehen? Nee, also ich glaube, würde ich so denken, dann wäre ich jetzt nicht erst vor ein paar Tagen wieder beim Doktor gewesen. Okay. Nee, okay. Also was so Optik betrifft, das juckt mich eigentlich gar nicht, weil... Okay. Das ist ja schon mal gut. Ja, weil ich denke mir halt so,
Frauen, die gegen andere Frauen, gegen die Optik was sagen, die sind einfach nur neidisch. Und das habe ich irgendwann auch zu Christine gesagt, wo sie wieder irgendwas gegen meine Optik gesagt hat, meinte ich auch, Christine, sorry, für mich ist das einfach nur Neid, weil sonst würdest du nicht gegen meine Optik schießen, sondern irgendwie konstruktiv irgendwas gegen mich sagen. Und dementsprechend, ja. Wie steht man denn dann dort jeden Tag auf? Also ich meine, wenn ja dort permanent so eine negative Stimmung ist, dann habe ich schon so das Gefühl, dass man irgendwie auch versucht, so die Gruppenansammlungen zu vermeiden, dass man immer versucht, der ganzen Situation aus dem Weg zu gehen, weil man ja immer im Hinterkopf hat, boah, jetzt kommt bestimmt gleich wieder was. Ja, also definitiv, also von Tag zu Tag waren meine Batterien wirklich leerer und da kann man wirklich auch davon reden, dass ich wirklich, also ich war noch nie so schwach im Sinne von keine Kraft mehr, ohne jetzt irgendwie Sport zu treiben oder sonst was, sondern wirklich, man wollte nicht mehr, ich habe einfach nur noch existiert teilweise, ich wollte auch teilweise einfach nur meine Ruhe von allem und von jedem, saß einfach nur da, hab auf diesen See geglotzt oder weiß ich nicht, ich hatte keine Nerven mehr, es war für mich wirklich einfach nur noch aushalten und warten, dass es bald vorbei ist. Woher kam dann die Kraft, dass du dann dich doch dagegen entschieden hast, auszusteigen? Also es war so, an dem Tag, wo wir unsere Exit-Challenge hatten, da hatten Cedric und ich noch überlegt, ob wir jetzt freiwillig gehen sollen, um auch Easy und Julian quasi den Platz zu lassen. Ja, die wären dann zurückgekommen, ne? Wir hatten ja gegen Easy und Julian die Exit. Stimmt, ja, stimmt. Wir hatten gegen Easy und Julian die Exit und da hatten wir noch überlegt, ob wir dann halt, ne, also entweder halt gehen oder das jetzt halt dann gescheit durchziehen, also entweder ganz oder gar nicht, dann da reinzugehen und dann Ding zu machen, wäre dann auch doof. Dann war ja auch eine Situation, wo ich, also es hat sehr geregnet an dem Tag und ich war auch wieder sehr, wirklich, ich war einfach kraftlos und dann hatte ich gesehen, dass diese Essensbox, die wir da immer hatten, dass sie da stand. Und dann meinte ich, weil keiner hat das mitbekommen, weil alle waren im Zelt, weil es halt so geregnet hat. Und dann meinte ich noch zu Cedric, boah, weißt du was, ich hol die jetzt schnell, weil dann bin ich im Wasser gewesen, dann bin ich bestimmt wieder so wacher. Ja, also ein bisschen, okay, so. Ein bisschen. War das Wasser kalt? Ja, also wenn es regnet und so. Nee, ich meine so generell, weil es war ja eigentlich kalt, im Sommer, aber ich weiß, so ein See ist auch trotz oft eisig. Ja, wir hatten ja jetzt auch nicht immer so krasse Temperaturen. Ja, das stimmt also, leider. Der Sommer war nicht so doll. Ja, war nicht das Wahre. Ja, und ich wollte diese Box holen und dann genau in dem Moment sind Valentina und Christine runtergekommen, haben das gesehen, dass ich das holen will. Ich kam gerade aus dem Bad raus. Halt umgezogen im Bikini und sehe, wie Valentina an mir vorbeirennt und schreit nur, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und springt in den See rein, um die Box zu holen, nur damit ich das nicht holen kann. Okay, aber nur, ich wollte gerade sagen, ich meine, die Box ist doch für euch alle. Na klar, so, ja. Und man sieht es ja auch am Ende, nee, ich hol die Box nicht, ich hol die nicht. Das war nur wieder reinste Provokation. Auf jeden Fall war ich dann schon wieder so, warum? Was habe ich getan, dass ihr so gemein zu mir seid? Und naja, auf jeden Fall zurück zu der Frage. Wir waren dann eben trotzdem in der Exit-Challenge und haben die dann eben gewonnen. Und das war für uns so ein Klickmoment, wo ich dann wirklich, wir waren dann so, boah krass, wir haben eine Exit-Challenge überstanden. Jetzt kann uns gar nichts mehr und jetzt bleiben wir auch hier. Das war wirklich, in dem Sinne war es gut, dass wir diese Exit-Challenge hatten, weil die echt nochmal uns gezeigt hat, warum wir überhaupt da sind. Nicht um die ganze Zeit mit so einem Gesicht rumzulaufen, sondern weil wir das Ding gewinnen wollen. Das war so eine Mega-Motivation. Ja, total, total. Wir hatten danach eine ganz andere Einstellung und waren halt wieder da, so gesehen. Kanntest du eigentlich Valentina und Christine vorher? Also ich meine jetzt nicht persönlich, sondern hast du dich schon mal in welchen Formaten gesehen? Also Formate von den beiden hatte ich gar nicht gesehen. Okay. Christine kannte ich auch überhaupt nicht. Okay. Und Valentina kannte ich von Instagram, weil sie mir damals dort gefolgt ist und dann immer so kommentiert und so. Ist ja, wie ich mitbekommen habe, auch so eine kleine Masche von ihr, dass sie das bei sehr, sehr vielen Leuten macht. Dementsprechend hatte ich ihr dann irgendwann zurückgefolgt. Wir waren sogar Anfang des Jahres, ich glaube im März oder so war das, oder im Februar waren wir sogar mal zusammen live. Dementsprechend kannte ich sie von Instagram, aber nicht aus Formaten. Also ich habe nie irgendwelche Formate gesehen. Das heißt, ihr wart zu zweit live oder waren da auch noch andere dabei? Da war noch eine andere dabei. Weil das hat jetzt für mich so den Eindruck, oder zwei oder andere. Wenn ich mich so richtig daran erinnere, ich meine, das ist auch schon wieder ein bisschen her, da hatte man nicht das Gefühl, dass es eine kleine Vorgeschichte gibt. Ja, nee, also ich meine, gibt's ja jetzt auch nicht mega, in dem Sinne Vorgeschichte, dass wir uns halt kannten oder wo ich dann am Strand war, wusste ich auch, okay, das ist Valentina. Sie wusste, okay, das ist Gina. Und ja, wir hatten damals so ein
also ich war damals mit einer Freundin live und wir haben so einen Mädels-Night-Talk gemacht und irgendwie war dann, kam es dann halt dazu, dass ich Valentina mit reingeholt hatte. Okay. Ja. Wie war das eigentlich mit dem Thema Essen? Marlies hatte mal erzählt, dass es da relativ wenig zu essen gab. Wie hast du das empfunden? Jeder hat ja auch ein anderes Hungergefühl. Also ja, also ich muss sagen, ich habe auch das Interview von Malisa gesehen und da hat sie schon sehr, also hat schon übertrieben. Ich meine, klar, wir hatten sehr wenig Essen, aber ich habe immer noch gesagt, Leute, das ist Luxus von dem, was ich bei Big Brother erlebt hatte. Bei Big Brother hatten wir 2 Wochen lang so wenig Essen, dass wir am Ende wirklich nur noch so aussahen, dass Druck von außen kam, gebt den Leuten bitte Essen. Und für mich war das Luxus, was wir dort hatten, wenn ich mich an Big Brother zurückerinnere. Und es war auch nicht so, dass wir tagelang hungern mussten oder nur eine Zucchini oder so hatten, sondern klar, es gab Stunden oder auch mal vom einen zum nächsten Tag, aber man wusste immer, man kriegt irgendwann früher oder später Essen. Und klar, musste es auch aufgeteilt werden. Gut, Malisa kennt es wahrscheinlich nicht so krass, wie ich es jetzt kenne von Big Brother. Aber an sich war es jetzt nicht so, dass man wirklich verhungert ist. Also es war schon sehr, sehr wenig Essen, das will ich gar nicht bestreiten. Und man hat auch gehungert, vor allem an dem Tag, wo Malisa und Fabio auch gefragt wurden, ob die eine Pizza für 1.000 Euro kaufen wollen. Da hatten wir wirklich, da waren wir wirklich alle so, wann gibt's endlich Essen? Aber wusste man das eigentlich vorher? Dass es wenig Essen gibt? Naja, also ich habe mir ja natürlich die Staffel von letztem Jahr angeguckt und da hatten die ja auch schon immer so ein bisschen Essprobleme. Aber es ist krass irgendwie, ne? Ich meine, ist doch jetzt mal ganz ehrlich, ist doch völlig, also ich weiß natürlich, warum man das macht, weil man damit die Leute natürlich auch an die Enge treibt, aber das ist schon krass. Also das wäre für mich schon ein Grund zu sagen, so, sorry, Leute, bin ich raus. Aber, ja, aber du schilderst jetzt so, als wenn es okay war. Ja, also es war schon zu wenig, das will ich gar nicht bestreiten und man hatte auch oft Hunger. Aber es war machbar. Aber wie gesagt, ich habe halt auch diese Erfahrung von Big Brother, wo es halt wirklich, wirklich, da hattest du so eine kleine Schüssel Reis am Tag und das 2 Wochen lang. Aber gab es sonst, auch wenn es jetzt abgeht von der Sendung, hattest du sonst bei Big Brother normal zu essen im normalen Rahmen oder war das dann auch generell rationiert? Naja, also bei uns gab es ja 2 Bereiche, einmal Blockhaus und einmal Glashaus. Im Blockhaus war es auch, man hatte was zu essen, aber man musste sich schon einteilen. Im Glashaus war es so, dass man eigentlich man konnte immer bestellen und schieß mich tot. Und ich war halt sehr, sehr lange im Glashaus, glücklicherweise. Dadurch hatte ich schon eher kein Defizit. Also ich habe auch sehr zugenommen bei Big Brother. Okay. Stelle ich mir ehrlich gesagt schwierig vor, so dauerhaft. So. Das ist, also ich bin jetzt nicht jemand, der super viel isst, aber wenn ich weiß, ich kann nicht, dann nicht mehr so, keine Ahnung. Ja, aber du hast jetzt nicht irgendwie bei Couple Challenge so, du warst jetzt nicht erschöpft, weil du das Gefühl hattest, ich habe zu wenig zu essen. Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte schon klar manchmal Hunger und dachte mir so, ich würde jetzt gerne irgendwas snacken oder so. Ja. Aber es ging. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wie gesagt, irgendwann nach ein paar Tagen war mir wirklich alles scheißegal. Mir war wirklich alles scheißegal, ob wir jetzt Essen haben oder nicht, was der macht, was die macht. Ja, ich war einfach leer. Zigaretten hat man so viele, wie man will? Ja, also man hat seine eigenen Zigaretten mitgebracht. Okay, das heißt, wenn du dir vorher, ich sag jetzt mal, 4 Stangen mitnimmst, dann kannst du auch 4 Stangen rauchen? Ja, ganz genau. Ah, okay. Ja, und natürlich durch die Langeweile oder dass man nicht so viel zu tun dann hat. Dann raucht man 4 Stangen. Ja, vor allem, weil man halt die meiste Zeit halt auch draußen ist. Ich verurteile das nicht, um Gottes Willen. Ich kenne diese ganzen Abläufe. Ja, klar. Ja. Man sitzt halt fast die ganze Zeit draußen, also wir durften ja immer nur bei dieser Lagerfeuerstelle da rauchen und man sitzt da halt sehr lange und sehr oft und dadurch, ne, ist halt sehr gesellig. Vergeht die Zeit schnell oder langsam? Es geht. Teilweise, ja, es kommt halt immer drauf an, so wenn du quasi gerade von einer krassen Challenge kommst oder so oder zu dieser krassen Challenge gehst, natürlich verfliegt dann die Zeit auch oder beziehungsweise man hat dann viel zu reden und viele Gefühle in sich. Aber ich meine, das sind ja eh nicht viele Tage. Ich glaube, es sind 10 oder 11 Tage, die man da ist. So, ich meine, das ist ja zum Glück überschaubar. Aber ich frage mich, kommt es dir vor wie 10 Tage oder kam es dir eher vor, als wenn es, keine Ahnung, ein ganzer Monat war? Jetzt so rückblickend. Also gesehen. Es kommt einem definitiv länger vor. Ja? Einfach dadurch, dass du jeden Tag dieselben Leute siehst und jeden Tag am selben Ort bist. Ja. Und in dem Sinne halt nicht so viel Abwechslung hast, kommt einem das schon länger vor. Aber es ist krass, wie du das schilderst, weil ich habe mir da auch mal Gedanken drüber gemacht. Ich habe zum Beispiel, hier kam es länger vor. Ja, wobei, ich habe eine Kreuzfahrt gemacht, jetzt gibt es gleich wieder Ärger. War, keine Ahnung, 8 Tage. Ich habe da jeden Tag ja was anderes gemacht.
ich war vorher noch ein paar Tage in Barcelona, mir kam das vor, als ob ich 3 Monate weg war. Mhm. Aber also ich hatte ja dort keine Langeweile, sondern weil ich auch so viele Eindrücke hatte. Aber ja. Ich glaube, es kommt auf die Situation an. Ja, safe, safe. Also, aber kennst du das auch, wenn du im Urlaub bist und das Gefühl hast, du bist 3 Monate oder ein halbes Jahr weg und in Wirklichkeit war es so eine Woche? Ja, was meinst du, 100 Tage Big Brother? Wie lange sich das angefühlt hat? Ja, genau. Ja, wie lange hat es sich angefühlt? Wahrscheinlich gefühlt ein Jahr, oder? Ja, wie ein Jahr. Würde ich schon fast so sagen, als wäre man da ein Jahr drin gewesen. Bist du da nie an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich will nach Hause zu meiner Familie, Frau? Weil ich meine, du warst auch in einer sehr komischen Situation da drin. Ich meine, dann bist du da, ich muss jetzt einmal fragen, dann denkst du mit Cover Challenge, du bist immer hier, musst jetzt durch. Und dann kommen die da rein und sagen, wir haben hier ein Corona-Problem in Deutschland. Ja, das war natürlich auch krass. Das habe ich mir angeguckt. Ja, also... Wie war das? Konnte man das glauben? Dachten man, die verarschen ein? Ja, also wir waren ja wirklich, wir sind rein ins Haus. Da hieß es zwar, okay, es gibt Corona, aber man hat sich keine Gedanken darüber gemacht. Das war noch ein bisschen, zum Glück noch ein bisschen in der Ferne. Und dann, ich weiß nicht, anderthalb Monate später oder so, hieß es dann, ja, ihr kriegt jetzt eine Live-Show, ihr werdet da aufgeklärt über Corona, es gibt eine Pandemie draußen. Und dann saßen wir da und dann wurde uns dieses Nachrichtenvideo gezeigt, wo man einfach nur sieht, wie Leute mit Masken rumlaufen, wo man hört, dass alles draußen zugemacht hat und nichts mehr, nicht mal die Kinder noch in die Schule gehen oder sonst was. Und du sitzt da und denkst dir so, ich bin ein fucking Mal in meinem Leben abgeschottet von der Welt. Und dann bricht eine Pandemie aus. Ja, aber ich meine... Du kannst das jetzt alles fassen, weil das ist jetzt schon ein bisschen her, du lebst jetzt nicht, aber in dem Moment, nochmal, du gehst ja rein und die Welt ist in Ordnung. Ja. Und dann hörst du das. Du gehst nicht raus und siehst nicht, wie es draußen ist. Glaubt man das, was man sieht, oder denkt man, das kann nicht sein? Ja, also ich habe schon ein, zweimal kurz gezögert und war so, ist das vielleicht einfach nur so ein Prank in dem oder so, um uns zu testen, wie wir reagieren würden. Aber dadurch, dass man vorher halt schon mal das Wort Corona gehört hatte. Und dann sitzen die ja auch unter Glasscheiben plötzlich. Ja, und die, manche haben ja auch angefangen zu heulen und so. Und ich glaube, es wurde mir dann schon bewusst, dass es wohl stimmen mag. Und man hat ja dann auch gesehen, es gab kein Publikum mehr bei uns. Ja. Und die Leute, die uns dann für irgendwelche Challenges oder irgendwas abgesichert haben, hatten alle Masken auf, haben Abstand genommen und also ein Kram. Also man hat es dann schon realisiert, so irgendwas ist da draußen. Als du rauskamst, war dann noch Lockdown? Oder hat's wieder ein bisschen das Öffnen angefangen. Das war Mitte, Ende Mai. Letztes Jahr, wo wir rauskamen. Und da hat es langsam wieder angefangen. Aber ich weiß noch, wir sind damals nachts quasi, als dann die ganze Show rum war, sind wir nachts zu einem Hotel gebracht worden. Und ich spaziere da rein und direkt so, Maske auf und sonst was. Und ich war so, oh. Ja, klar. So, ne? Ja, aber ich war so, oh, okay, anscheinend scheint das ja doch schon ernster zu sein. Und man hat halt auch gar nicht, man kannte das ja gar nicht, mit einer Maske rumzurennen. Und dann gab es da auch so Stifte, die man dann extra irgendwie desinfiziert und nicht desinfiziert. Und du denkst dir so, wo bin ich gelandet? Was habe ich verpasst? Aber ich war auch froh, dass ich den ersten Lockdown wirklich komplett verpasst habe. Ich bin so froh, weil den anderen Lockdown habe ich ja mitbekommen. Und das fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Okay, aber ich muss dir sagen, auch wenn jetzt hier die Leute sagen, könnt ihr über Cover Challenge reden? Ja, sorry. Pass auf. Ich fand den zweiten auch viel schlimmer, weil der ja gefühlt eine Ewigkeit war. Mhm. Und ich kann ja sagen, in dem ersten, da ging ja nur, ich sag mal, 5 oder 6 Wochen, da warst du ja weg. Da war man in so einer, also natürlich war das krass, aber da dachte man so, wir machen das jetzt und in 3 Monaten ist das alles vorbei. Ja, ja. Und jetzt sitzen wir hier fast, ich meine, wir haben jetzt November, aber ich sag mal, Februar bist du ja zu Big Brother. Wir haben jetzt fast 2 Jahre dann, oder? Wie ist falsch? Ja, doch, fast 2 Jahre. Nein, du warst du 21? 20. Oh Gott, die Zeit vergeht. Jetzt haben wir fast 2 Jahre, nichts ist vorbei. Deswegen kann ich dir sagen... Ja, wir dachten das ja auch alle. Ja. Wir haben ja im Big Brother-Haus haben wir noch die ganze Zeit Pläne geschmiedet. Danach geht's nach Malle und schieß mich tot. Und wir haben die ganze Zeit von unserer Aftershow geredet, weil wir eigentlich eine Aftershow bekommen hätten. Und in der letzten Woche hieß es dann von der Regie, Leute, ihr könnt aufhören, über die Aftershow zu reden. Die wird's nicht geben. Ja, mega schade. Du hast ja dann in der Zeit auch Malisa und Fabio kennengelernt, oder? Weil die Malisa und Fabio hast du kennengelernt über Cedric, oder? Ja, die habe ich Anfang des Jahres kennengelernt. Also jetzt Anfang 21? Genau, okay. Ja, irgendwann Anfang des Jahres, dieses Jahr. Und genau, durch Cedric, er meinte irgendwie, er kennt die auch durch Insta und die kommen auch aus Berlin und irgendwie war er, glaube ich, eingeladen und hat mich halt dann mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Okay, und war das, also weil... Das war ja auch ein großes Thema in der Sendung. Malisa und Fabio standen laut ihrer Aussage zwischen den Stühlen. Das wurde ja auch so gezeigt, weil du natürlich nicht verstanden hast, warum sie nicht auf deiner Seite sind. Sie haben gesagt, sie haben diese Situation von Christine und Valentina oft nicht mitbekommen. Wie? Ja, lächerlich, sorry. Ja? Also ich muss wirklich sagen,
auch vor allem, also ich hätte eigentlich nicht mehr viel zum Thema Malisa und Fabio gesagt, vor allem zum Thema Malisa, aber dadurch, dass ich jetzt wirklich 3 Interviews gesehen habe, wo sie immer noch darüber redet, obwohl es ja hieß, wir haben es geklärt, an dieser einen Halloween-Party von Sam Dillon hatten wir uns zum ersten Mal seit Couple Challenge wieder persönlich getroffen. Mhm. Und da hatten wir es eigentlich geklärt. Was heißt denn geklärt? Ja, wir hatten halt drüber geredet, hat sich ein bisschen im Kreis gedreht und wir meinten dann halt am Ende, scheiß drauf, ist so gelaufen, kann man nicht mehr ändern. Für mich ist es trotzdem, also trotz dessen brauche ich da jetzt nicht weiter irgendwie eine Freundschaft oder sowas. Wolltest du nicht mehr? Wollte ich nicht mehr. Warum? Und ja, weil du also, sagst ja, das ist, ich soll ja nicht einhaken, ich will nur mal, dass die Leute das auch richtig verstehen, weil ich, aber du, also ich habe ja gerade gesagt, dass sie gesagt haben, sie haben die Sache nicht mitbekommen und du sagst Blödsinn. Ja, es ist lächerlich zu behaupten, man hätte das nicht mitbekommen, weil erstens, jeder hat es mitbekommen, warum ausgerechnet die haben es nicht mitbekommen? Zweitens habe ich es ja immer Malisa erzählt, was mir widerfahren ist. Ich habe es ihr ja gesagt und dann kam immer nur, ach ja, ich war ja nicht dabei, ich kann das ja nicht beurteilen. Weißt du, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die so sind. Obwohl sie die noch schon von anderen Formaten kannte. Glaubt sie dann, oder weiß sie dann nicht, ob sie das glauben kann oder sonst was. Und außerdem wurde es ihr ja auch von den anderen, von zum Beispiel Christina hat noch im Camp zu Malisa gesagt, ey, sie findet, dass sie keine gute Freundin ist, was das betrifft. Und es ist Bullshit zu behaupten, sie hätte das nicht mitbekommen. Also wie sollte man das denn nicht mitbekommen? Vor allem, wenn ich es ihr doch erzähle. Wie ist denn dann dieser Bruch entstanden? Weil ich sag mal, in der Sendung war ja zwischen euch noch alles okay. Du hast ja, was diese heißt Freundschaft. Alles okay? Ja? Also ich habe ja auch dort mit Cedric geredet. Das wurde ja auch gezeigt, wie ich zu ihm sage, ich bin menschlich enttäuscht von das den beiden. Ich erinnere mich dran, ja. Weil, und ich habe nie verlangt, dass sie jetzt irgendwie nichts mit Christine und Valentina zu tun hat. Aber wenn sie sich als so krasse Freundin hinstellt, wie sie ja immer meinte, wo ich auch dazu sagen kann, wir waren nie beste Freunde oder irgendwas. Wir haben uns vielleicht vor der Sendung, weiß ich nicht, 8-mal oder so im Schnitt, sag ich mal, haben wir uns vielleicht 8-mal vorher gesehen. Und da sind wir jetzt noch nicht beste Freunde, weil sie ja auch so einen theatralischen Zusammenbruch hatte, als es hieß, Cedric hat gesagt, er will mich nominieren. Und wir sind doch so gute Freunde. Ja, übertreib mal nicht deine Lage so. Ich meine, irgendwann muss man sich ja mal nominieren, ne? Weil klar, am Ende kann ja nur ein Paar gewinnen. Safe. Das war ja das, was ich immer gesagt habe, weil das ja generell oft so ein Drama war. Irgendwann, egal wie weit man kommt, kommt man an den Punkt, wo man auch die beste Freundin nominieren muss. Ja, und wir hatten ja nie vor, die zu nominieren. Also dafür hätten wir hätten ja immer Christine und Valentina vorgezogen, bevor wir eine Malisa oder einen Fabio nominieren. Und ja, ich fand's einfach krass, weil ich bin dann noch zu, weil ich war noch, ich habe noch gesagt, boah, ein Glück sind Malisa und Fabio drin, als dieses Fake-Beziehungsding aufkam. Ein Glück sind die hier drin, weil die können bezeugen, dass wir es nicht sind. Die kennen uns ohne Kameras, die kennen uns privat, die haben uns erlebt. Ein Glück sind die hier drin. Ich bin noch zu Malisa, also eigentlich wäre es ja selbstverständlich, dass wenn eine Freundin sowas mitkriegt, dass sowas rumerzählt wird, würde ich selbstverständlich meinen Mund aufmachen. Hat sie nicht getan, ich bin sogar noch zu ihr hin und habe gesagt, Malisa, bitte sag was, du weißt, wie es ist, bitte sag was. Sie guckt nur so, nickt, nichts gesagt. Und da, sorry, aber dann war es für mich dann auch, also da dachte ich mir auch so dann, und ich weiß auch, warum sie es nicht gemacht hat, weil sie war gut mit Christine und Valentina und das war ja gut für sie, weil Christine und Valentina haben immer gesagt, wir nominieren die, die in der Challenge am schlechtesten sind. Und das waren fast immer oder sehr oft Malisa und Fabio. Und dadurch, dass die sich ja gut mit denen gestellt haben, wussten die, die werden nicht von denen nominiert. Und da war ihnen das anscheinend wichtiger, nicht rauszufliegen, als den Mund aufzumachen für die eigenen Freunde. Und ich habe das im Camp erstmal sacken lassen. Und meinte erstmal so, ja, ist okay, vor allem, weil ich auch nicht noch ein Fass aufreißen wollte. Also hätte ich mit der Nummer noch angefangen und habe das halt eben erstmal sacken lassen und für mich auch verarbeiten wollen oder mir meine Gedanken darüber machen wollen, was ist das oder brauche ich so jemanden? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mittlerweile echt an einem Punkt, wo ich, sag ich mal, Fake Friends ganz schnell sage, nö, brauche ich nicht. Ich habe meine richtigen Freunde, ich weiß, wer meine Freunde sind und da brauche ich nicht so eine Leute, sorry. Ist so. Wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst dann da raus und dann melden die sich ein paar Tage später und dann sagst du, ich sage jetzt mal, die Freundschaft ist für mich vorbei oder wie? Ja, das war ja auch wieder sowas, was mich so aufgeregt hat, das hat sie auch bei dir im Interview wieder gesagt, dass sie ja nichts von mir, auch sie hat gesagt, wir hätten sie nach dem Finale angerufen. Stimmt nicht, sie hat uns angerufen und wollte irgendwelche Sachen wissen. Und dann,
ja, hat sie ja erzählt, sie hätte ja nur über die Öffentlichkeit erfahren, dass ich ja nicht mehr mit ihr befreundet sein will und ich hätte ja nichts mit ihr privat geklärt, sondern sie hätte das durch Livestreams und Promiflash und weiß ich nicht was erfahren. Stimmt nicht. Girl, I have screenshots. So, ich habe ihr damals irgendwann einen Text geschrieben während der Ausstrahlung, weil ich das natürlich auch nochmal so Revue passieren lassen habe, weil am Anfang dachte ich mir so, ich lasse es einfach so auslaufen mit ihr. Und dann war ich aber so, nee, ich muss da jetzt nochmal was zu sagen und habe ihr einen Text geschrieben, ja, eben, dass sie für mich in meinen Augen keine gute Freundin ist und dass ich das halt einfach blöd fand und ja, dass für mich halt da keine weitere Interesse besteht, befreundet zu sein. Daraufhin hat sie mir ein paar Tage lang nicht geantwortet. Nach 3-4 Tagen kam ein Text von wegen, ja, sorry, ich war auf Dreharbeiten, hatte nicht so viel Zeit, ich melde mich die Tage nochmal und ich soll mir jetzt erstmal die Ausstrahlung angucken. Und 11 Tage später, nachdem dann, weiß ich nicht, Folge 5, 6, 7, weiß ich nicht, ausgestrahlt wurde, wo halt eben auch dargestellt wurde, dass Malisa nicht wirklich für uns einsteht und sie auch, würde ich jetzt mal sagen, so einen leichten Hate abbekommen hat. Da auf einmal habe ich dann ein Audio von ihr bekommen, dass es ihr leid tut und sonst was. Also quasi 2 Wochen, nachdem ich ihr geschrieben habe. Und ja, ich habe dann, weil ich habe ja keine Antwort von ihr erhalten, ich habe dann auch in Livestreams darüber geredet. Ich habe aber weder gegen sie geschossen, wie sie das behauptet hat, weil sie ja meinte, ich hätte sie gegen sie geschossen. Ich habe gesagt, dass sie für mich keine Freundin ist. Und dass ich sowas als Freundschaft nicht brauche. Und das ist ja auch völlig legitim. Damit falle ich niemanden in den Rücken oder sonst was. Und sie hat das so falsch alles dargestellt. Das hat mich wirklich zum Kochen gebracht. Ich merke es auch jetzt selber, dass ja, ich gerade schon wieder am Kochen bin. Weil ich das so dreist finde, dass sie sagt, sie hätte das alles nur durch Livestreams erfahren und von mir gar nichts mitbekommen. Und ich hätte ja meine Interviews abgegeben und sonst was. Und wie gesagt, ich hätte jetzt auch hier heute nichts mehr darüber gesagt, weil es ja geklärt war in dem Sinne. Aber wenn ich jetzt, seitdem wir es geklärt haben, 3 Interviews sehe, wo sie diese Geschichte auspackt, sorry, dann hört es bei mir auch irgendwann mal auf. Was war denn dann jetzt auf der Halloween-Party? Weil du hast ja gesagt, da wurde jetzt mal was besprochen. Sie hat es ja auch gesagt, also eigentlich gab es ja scheinbar keinen Klärungsbedarf. Aber wahrscheinlich stelle ich mir jetzt vor, wenn man sich dann dazu zufällig trifft, dann fühlt man sich genötigt, nochmal drüber zu sprechen. Aber es gab ja kein anderes Ergebnis. Ja, also du hast wahrscheinlich die Situation einfach nochmal erklärt. Ja, im Prinzip war es halt einfach nochmal persönlich darüber reden und nicht nur über WhatsApp irgendwie. Aber ja, es hat sich halt schon ein bisschen im Kreis gedreht und es kam nicht viel bei rum. Und wie gesagt, für mich war es dann einfach irgendwann so, ist jetzt gut, ne? Es ist einfach, wie es ist, aber ich brauche diese Freundschaft einfach nicht, ist so. Sie hat ja letztens in dem Interview von mir noch gesagt, dass sie so, sie hat es ja so gesagt, so nach dem Motto, vielleicht sieht das ja Gina und vielleicht wird dadurch, aber ich merke gerade so, das Ding ist durch, oder? Ja, also für mich auf jeden Fall ich muss auch ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von Cedric, das hatte ich ihm auch gesagt, dass er da jetzt, oder was heißt enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort, aber bisschen geschockt, sag ich mal, weil Cedric eigentlich derselben Meinung war wie ich. Wir haben da auch noch sehr lang drüber geredet, im Camp drüber geredet, nach dem Camp drüber geredet, dass Malisa und Fabio eben für uns keine guten Freunde sind. Und kurz drauf, ne, war er in Berlin, hatte halt keinen Schlafplatz mehr bei mir. Einmal nutzt er dann natürlich den Schlafplatz bei Malisa und Fabio, muss sich jeder selber seinen Teil zu denken. Hat Cedric dann eigentlich damals auch so klar Stellung bezogen, wie du im gleichen Moment, oder war er da erstmal so außen vor? Inwiefern meinst du? Naja, also ich meine, ich sag mal, warst du zu dem Zeitpunkt, da warst du schon nicht mehr mit Cedric zusammen, ne? Oder? Wo die sich getroffen haben. Wo du, ich sag jetzt mal, ihnen die Freundschaft gekündigt hast. Ja, da, oder? Weil ist ja auch egal, aber die Frage ist, wenn, ob er sich auch so klar positioniert hat wie du zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte ihm ja dann auch nochmal geschrieben, dass ich das halt nicht ganz nachvollziehen kann, weil die uns halt echt in den Rücken gefallen sind und er meinte dann nur irgendwas von wegen, ja, die haben das ja geklärt und sollen sie glücklich werden, ist mir dann auch egal, aber ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es nicht genauso, wie Malisa es dargestellt hat, von wegen, ja, für Cedric war doch auch alles gut. Nein, für Cedric war nicht alles gut. Sorry, aber ich habe schon lange nicht mehr so viel Müll gehört. Ich merke, du bist richtig aufgebracht. Ja, ne? Ja. Wenn man sich so kennt, so wie das ja bei euch der Fall war, weiß man dann eigentlich, dass man mitmacht? Wie meinst du? Ach so, von Malisa und Fabio. Man,
Weißt du, wusstest du nicht? Nee. Krass. Also, man Weil hatte, oft kommt das ja, ne? Du weißt ja selber, wie es ist, so oft. Man hatte mal drüber geredet, Monate vorher, dass halt Couple Challenge ansteht, aber wir wussten es beide nicht voneinander. Okay. Ja. Also war Couple Challenge ja jetzt, wenn ich das so alles so zusammengefasst höre, jetzt mal abgesehen vom Sieg, nicht so eine geile Erfahrung, oder? Nee, also ich meine, mit Cedric ist es auseinandergegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal das ein bisschen beschleunigt hat. Dann die ganze Christine-Valentina-Sache. Dann Freundschaft beendet mit Malisa und Fabio, was wahrscheinlich so nicht gekommen wäre ohne Couple Challenge. Ja, ja. Also wie denkst du da jetzt so zurück, wenn ich jetzt nur diese drei Beispiele nenne? Ja, also es ist natürlich schon hart, wenn man überlegt, was 10 Tage anrichten Voll. Können. Krass, ne? Ja, ja, aber auf der anderen Seite... Für uns war es 10 Wochen, ja, aber für euch waren es nur 10 Tage. Das ist, muss man sich immer noch mal so vor Augen halten. Ja, also ich muss sagen, rückblickend schaue ich eher oder habe ich eher negative Gedanken, wenn ich an Couple Challenge denke. Natürlich, der Sieg hat das Ganze nochmal so ein bisschen hochgezogen von den Gefühlen her. Aber an sich habe ich eher negative Gedanken, wenn ich daran denke. Im Gegensatz zu Big Brother zum Beispiel, da schaue ich wirklich völlig glücklich zurück. Da würde ich jetzt auch direkt wieder einziehen und das nochmal machen mit genau den Leuten, die da drin waren. Ja, da war es halt echt einfach aushalten. Natürlich, was cool war, waren diese ganzen Challenges. Also das war echt... Das sind halt Sachen, die würdest du so im normalen Leben einfach nicht machen. Nee, wahrscheinlich nicht. Und das war schon echt cool. Man konnte echt über sich hinauswachsen. Ich habe es auch an mir selber gesehen, wie stärker ich wurde oder auch an diesen Situationen gewachsen bin. Im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, ich bin generell an diesem Format sehr, sehr, sehr gewachsen in vielen, vielen Hinsichten. Also man denkt natürlich auch viel darüber nach und viel daran. Denkt auch, was hätte man anders machen können oder wie würde man nächstes Mal reagieren. Und im Großen und Ganzen hat mir das ja schon, also hat mich schon in vielen Dingen reifer gemacht oder ich habe was gelernt, genau, ja. Hast du eigentlich nochmal zum Beispiel also dich irgendwie mal ausgesprochen mit Valentina oder so? Oder war das Thema für dich erledigt? Nee, also mit ihr hatte ich erst gar keinen Kontakt. Sie ist dann aber gerne mal in Livestreams von uns mit reingekommen. Und hat da ein bisschen rumgepöbelt von wegen, ja, sie hat ja so viel Abonnenten mehr als ich und so viel Geld mehr als ich, hat sie wirklich so reingeschrieben in die Kommentare. Vor allem, sie hatte mich ja die ganze Zeit blockiert, hat mich dann aber, als ich live war, extra entblockiert, damit ich ihre Kommentare lesen kann. Okay, aber in welchem Zusammenhang hat sie einfach jetzt so... Ja, random, ich war mit Pat live, das ist mittlerweile einer meiner besten Freunde. Du war auch mit bei Big dem Finale, Brother, ne? Kann es ja, sein? Genau, ja. Bei Big Brother. Letztes Jahr habe ich ihn kennengelernt und mit ihm war ich live und Valentina kam halt rein, einfach nur zum Pöbeln. Dieser Livestream war... Sie war nicht zugeschaltet, sondern sie hat nur in den Kommentaren gepöbelt. Sie hat ein bisschen Sachen gesagt. Und ja, dann war das wirklich die ganze Zeit so ein Hin und Her. Valentina ist dann auch live gegangen. Dann kam auf einmal die ganze Zeit Zuschauer. Gina, geh bei Valentina rein. Valentina will, dass du bei ihr in den Live reingehst. Du sollst da reinkommen. Ich war die ganze Zeit so, ne, entweder die kommt zu mir rein oder, ne? Ich habe das alles verpasst, Mann. Ja, es war wirklich generell dieser ganze Livestream, der ging, glaube ich, über 4 oder 5 Stunden. What? Ja, auf jeden Fall. Irgendwann meinte ich dann so, okay. Vor allem hat sie ihren Livestream umbenannt in Warte auf Heulsuse Gina. So war ihr Name vom Livestream. Ja, dachte ich mir irgendwann so, komm, hörst du dir mal an, was die dann zu sagen hat. Bin ich rübergegangen, ja. Und dann ging der Livestream mit ihr, ging, glaube ich, auch fast 1 Stunde oder so. Okay. Wo sie wirklich einfach nur, sorry, aber ich konnte alles entkräftigen, was sie gesagt hat. Es war wie, als würde man mit einem Kleinkind reden. Sie hat so viel Müll schon wieder gelabert. Und also ihr seid im Nachgang keine Freunde mehr geworden? Nee, und auch definitiv nicht. Auch kein Friede, Freude, Eierkuchen bei euch? Nee, ich muss auch nichts mehr mit der zu tun haben oder will auch nichts mehr mit der zu tun haben. Es gibt noch etwas, was noch offen steht, da kann ich aber jetzt derzeit gerade noch nicht so viel zu sagen. Du bist bezogen auf Valentina, oder? Ja. Okay. Sobald das durch ist, sage ich mal, werde ich auch noch meinen Senf dazu geben. Okay, ja. Hast du da Freundschaften geschlossen? Ja, definitiv. Also ich meine, Tim Rasch, ich kannte ihn schon vorher, also wir hatten uns einmal vorher, hatten wir mal einen Abend zusammen durch Freunde und mit ihm, also er war dort auch schon mehr oder weniger meine Bezugsperson, ich auch von ihm,
Leider ist er sehr, sehr früh gegangen, aber mit Tim auf jeden Fall, der zieht jetzt auch wieder nach Berlin, da freue ich mich schon mega drauf. Er war auch letztens mich besuchen mit seinem Freund zusammen, also Tim auf jeden Fall. Dann natürlich Christina und Marco mag ich mega gerne, also mit Christina telefoniere ich auch ganz oft und wenn wir telefonieren, dann meistens so 2 Stunden. Easy und Julian, ganz, ganz tolle Leute, also im Großen und Ganzen sind da schon wirklich, also ich will jetzt hier auch niemanden vergessen in dem Sinne. Nee, aber ich wollte jetzt, wir haben jetzt ja nur über Aspekte gesprochen, die jetzt nicht unbedingt so positiv waren, jetzt wollte ich wenigstens zum Schluss immer fragen, ich würde sagen, es waren viele nicht so geile Menschen drin, aber auch viele tolle Menschen, wo ich auch dankbar bin, die kennengelernt zu haben. Das ist doch gut, dann haben wir da wenigstens auch was Positives mitgenommen. Ja. War auf jeden Fall, wie du jetzt gesagt hast, würde ich sagen, von diesen beiden Formaten, das absolut krasseste, was du gemacht hast. Definitiv, definitiv. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass ich nochmal auf krassere Menschen treffen würde. Bist du jetzt dadurch ein bisschen abgeschreckt, was andere Formate betrifft? Nee, nicht unbedingt. Eher, denke ich mir, schlimmer als da kann es eh nicht werden. Das ist eigentlich eine ganz gute Einstellung, aber man weiß es nicht, ne? Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich bin bei Couple Challenge auch anders reingegangen als bei Big Brother, weil bei Big Brother, wir waren alles normallos. Jeder war einfach normal und bei Couple Challenge dachte ich mir halt schon, das sind Leute, die werden wahrscheinlich schon anders sein als jetzt bei Big Brother, aber dass es so krass wird und dass ich mir sowas anhören muss, hätte ich halt auch nicht gedacht. Hat sich das dann, weil du gerade sagst, bei Big Brother, die haben ja dann irgendwann auch mal in einer Phase so versucht, Prominente reinzuschicken. Mhm. War das dann anders als mit den Normalos? Nö, also ich muss sagen, also wir haben ja Menuhin Fröhlich, Menuhin, Serkan, glaube ich, Serkan und Jade reinbekommen und mit allen dreien habe ich mich super verstanden. Es waren auch eigentlich ganz, ganz normale Menschen, so. Ja, die anderen wären ja auch in dem Sinne normal gewesen. Ne? War dir bei Valentina und Christine eigentlich bewusst, also es war so mein Gefühl, ich meine, es ist ein Unterhaltungsformat, dass du die wahrscheinlich, je nachdem, wie lange du drin bist, bis zum Ende ertragen musst, um es mal aus deiner Perspektive jetzt zu sagen? Ja, also ich dachte mir halt wirklich so, es kann doch langsam nicht mehr wahr sein, dass die immer noch da drin sind und andere Leute, also ich habe es halt nicht mehr verstanden irgendwann, auch vor allem bei der Nominierung, wo Cedric und ich dann nominiert wurden von Christina und Marco und Valdette und Valdrina. Die anderen beiden wurden ja gar nicht mehr nominiert. Ja, warum? Ich dachte mir wirklich aus Angst? Ja, ich weiß es nicht. Es kann sein, aus Angst, aus weiß ich nicht. Man wollte natürlich, also wahrscheinlich haben sich schon viele gedacht, ich möchte nicht auf deren Liste die Neue sein. Ja, ja, klar. Oder der Neue. Das meine ich mit Angst. Ja, und ich glaube, es war schon Respekt vor denen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das in dem Moment, wo ich wusste, wir gehen jetzt gegen Easy und Julian in die Exit-Challenge. Are you fucking serious? Es kann doch nicht sein, dass das gerade passiert ist. Und ich dachte mir so, die zwei, die spielen ihr Spiel wirklich gut. Also, dass am Ende wir da quasi gegen Easy und Julian ohne Sinn einfach diese Exit-Challenge, ohne Sinn. Da ist für mich wirklich, war ich so, krass. Also wirklich krass. War krass, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe Respekt für alle Beteiligten, die das ausgehalten haben. Ich bin jemand, wenn permanent so eine negative Stimmung ist, und da muss ich ja nicht mal betroffen sein. Mhm. Wenn ich dabei bin und merke, dass sich andere ständig bekriegen, dann bin ich so, wo ich sage, ich will ja weg. Ja, ich wollte das ja nicht mal. Ich wollte ja weder Beef mit der einen noch mit der anderen. Ja, ich weiß, aber ja, es war halt wirklich irgendwann so, ich konnte nichts mehr alleine. Also ich konnte nicht mehr alleine irgendwo hingehen. Gott sei Dank hatte ich Christina oft bei mir, die dann zu mir gekommen ist, wenn ich gerade beim Rauchen stand. Und es hat sich schon so angebahnt, Christine und Valentina kommen. Wenn Christina das gesehen hat, sie ist da hingegangen. Weil es war halt wirklich so, egal wo ich hingegangen bin, wenn ich an denen vorbeigelaufen bin, immer nur, wenn ich alleine war, ist irgendein Spruch gefallen oder ich saß im Schminkzelt, will mich fertig machen, die kommen rein und belabern mich. Muss ich mal fragen, Christine hat das so ähnlich, glaube ich, mal geschildert. Ich kann dir schon gar nicht mehr sagen, ob das jetzt in meinem Interview war oder ob das mal eine Instagram-Story war, so nach dem Motto. Ich glaube, sie hat das mal auch in der Sendung gesagt, dass sie dir, glaube ich, auch irgendwie bewusst mal so alleine begegnen wollte, weil du nur jemand bist, der in der Gruppe stark ist. Nein, das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Es war einfach so, jedes Mal, wenn ich irgendwo alleine war und Christine kam hinzu, wurde ich beleidigt oder fertig gemacht oder sonst was. Und das war einfach der Grund, warum ich irgendwann nicht mehr, ich habe mich ja irgendwann nicht mal mehr in diesem Schminkzelt fertig gemacht, sondern draußen oder im Schlafzimmer, weil jedes Mal, wenn ich alleine in diesem Zelt war, kamen die rein und haben irgendwas mir an den Kopf geworfen und ich hatte einfach keinen Bock mehr da drauf. Ich war auch wirklich irgendwann in der Mut, da hat mich das alles, also da haben die anderen dann mit denen gestritten. Ich bin einfach weitergelaufen, hat mich gar nicht interessiert, warum die jetzt schon wieder streiten. Ja.
Krass auf jeden Fall. Ich danke dir für deine Offenheit. Ich hoffe, dass wenn du mal in einem anderen Format mitmachst, dass es für dich dann vielleicht ein bisschen eine positive Erfahrung wird. Toi, toi, toi. Ja, bin jetzt gespannt, was ihr zu sagen habt dazu. Schreibt uns mal eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die offen sind, dann könnt ihr das ja auch gerne Gina bei Instagram schreiben. Ist alles in der Infobox verlinkt. Und dann war es das erstmal für den Moment. Ich bedanke mich bei dir. Ich habe zu danken. Ich bedanke mich bei euch. Hat Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe jetzt zwar schon wieder ein bisschen... Ja, ich merke, wir müssen jetzt hier erst mal wieder abkühlen. Ne? ich würde sagen, wir beobachten das Ganze und wahrscheinlich, glaube ich, quatschen wir irgendwann, haben wir in einem anderen Format bis. Ja, sehr gerne. In diesem Sinne, für den Moment erstmal auf Wiedersehen. Macht das gut.